Hey Leute, Kurotalk hier wieder am Start. In Dragon Ball Legends wurde uns jetzt wieder ein Reveals and Stuff angekündigt. Und normalerweise ist es immer so gewesen, dass das Reveals and Stuff am Dienstag ist. Nur zu sehr großen Celebrations hat es schon mal, ja, an einem Freitag oder an einem Samstag auch mal stattgefunden. Aber die normalen Reveals and Stuffs, die waren wirklich immer am Dienstag. Komischerweise findet dieses Reveals and Stuff aber heute statt, also am Montag. Wir können hier sehen, dass es eben heute um 16 Uhr stattfindet. Und ich finde es halt ein bisschen komisch, weil wir haben, wie gesagt, noch nie ein Reveals and Stuff an einem Montag gehabt. Das ist irgendwie so komisch jetzt. Ich hoffe mal, die meisten von euch wissen jetzt Bescheid, weil als das angekündigt wurde, dachte ich direkt, ja okay, Dienstag habe ich Zeit, kein Thema. Ein paar Tage später habe ich gemerkt, es ist an einem Montag. Weil bei einem Reveals and Stuff denke ich sofort an einen Dienstag. Und ja, zum Glück habe ich nochmal genauer hingeschaut, weil es ist wirklich an einem Montag bzw. heute. Das Interessante ist, dass wir ja normalerweise immer am Mittwoch ein Update haben, aber jetzt können wir eben sehen, Reveals and Stuff ist am Montag und die Wartung für die Summons ist direkt schon morgen. Es kann also sein, dass der Charakter, der beim Reveals and Stuff gezeigt wird, oder die Charaktere, keine Ahnung, werden wir im Endeffekt dann eh sehen, werden direkt schon morgen kommen. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, dass wir jemals an einem Dienstag einen neuen Charakter bekommen haben. Deshalb wundert mich das auch ein bisschen. Also erstmal fangen sie damit an, Reveals and Stuff am Montag und die Charaktere am Dienstag. Keine Ahnung, ob wir es jemals bis jetzt in dieser Konstellation in Dragon Ball Legends gehabt haben. Aber ja, wie es aussieht, wird das dieses Mal wirklich so. Ich werde heute ungefähr so um 15 Uhr anfangen zu streamen. Dann werde ich halt bis 16 Uhr Dragon Ball Legends spielen und dann um 16 Uhr schauen wir uns das Reveals and Stuff an. Und wie immer werde ich das Ganze auf Twitch streamen. Ich werde extra meinen Twitch-Kanal wieder, wie immer, bei der YouTube-Beschreibung einfügen, falls ihr den nicht kennt. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei wärt. Aber haltet auf jeden Fall eure Begeisterung zurück, weil dieses Reveals and Stuff wird höchstwahrscheinlich jetzt nicht so etwas Krasses sein. Ich kann mir eben vorstellen, dass es eher so ein kleines Reels and Stuff sein wird. Es hat schon irgendwer vor ein paar Tagen gesagt, dass dieses Reels and Stuff, ich glaube, 23 Minuten gehen soll. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass erst einmal 10 bis 15 Minuten lang über das Anniversary geredet wird, dann über die zukünftigen Pläne von Legends und dann haben wir für die neuen Charaktere vielleicht 2-3 Minuten. Das war's dann auch schon. Aber dann, Leute, wäre es auf jeden Fall von meiner Seite aus gewesen. Ich hoffe dann, dass wir uns beim heutigen Stream oder beim nächsten YouTube-Video wiedersehen. Also, Leute, und ciao!